Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Model Video. Zuletzt haben wir natürlich Pfeile gemacht, dementsprechend müssen wir heute einfach mal den Bogen machen, denn ansonsten sind die Pfeile ja ein bisschen nutzlos. Und deswegen fangen wir heute an, auch mit einem Bogen von Elder Scrolls Online, das möchte ich nicht verschweigen. Der gehört eigentlich nicht zu den Pfeilen dazu, aber ist einfacher als der übelst verschnörkelte. Und dementsprechend möchte ich euch lieber den einfacheren zeigen, denn, naja, die Folge ist auch nicht unendlich lang und ich will nicht ewig damit verbringen, diese Schnörkel irgendwie hinzubekommen. Und ja, ich möchte halt nicht wieder so eine ewig super duper lange Folge wie halt bei dem Flugzeug damals. Naja, fangen wir einfach an. Wir gehen wieder direkt in den Edit-Modus und ich empfehle euch, so wie ich es auch bei den letzten paar Malen gemacht habe, arbeitet nur im Edit-Modus. Wenn ihr Objekte aus Blender in Unity transferieren möchtet und die zum Beispiel irgendwie explizit spawnen lassen wollt, vor allen Dingen Pfeile, lasst die Größe so, wie sie ist. Denn das Problem ist, dass Unity die Größeneinstellung ein wenig verkackt, wenn es irgendwelche Sachen spawnt. Und dementsprechend halt Prefabs nicht die Größe haben, wie ihr sie halt anrichtet. Abgesehen, ihr lasst die Größe exakt bei 1:1:1. Das heißt, ihr dürft einfach nur nicht im Object-Modus das Ganze scalen, sondern sollt es lieber im Edit-Modus machen. Nur so als Empfehlung von mir. Damit spart ihr euch sehr viele Probleme, die ich auch hatte. So, jetzt habe ich wieder schon ewig geredet. Wir fangen jetzt einfach an. Wir markieren erstmal alles und skalieren das erstmal ein wenig so hier. Und heute mache ich es mir doch mal ein bisschen einfacher. Es ist ein Bogen, der ist exakt gleich, unten wie oben. Das heißt, wir werden ihn einfach kopieren, beziehungsweise halt mirrorn. Und deswegen drücken wir X und löschen die Faces, erstellen den Mirror und der soll natürlich an der Z-Achse halt passieren hier und wir aktivieren Clipping. Das ist sehr wichtig, denn ansonsten entstehen hier Lücken. Hier können wir das nämlich nicht ziehen. Wenn wir Clipping ausmachen würden, dann können wir das halt ziehen hier und das wäre ja ein bisschen doof. So hängt das perfekt halt zusammen, ohne irgendwelche Nähte zu hinterlassen. So, jetzt tun wir hier einfach mal zwei Cuts setzen und selektieren diese Cut-Elemente und drücken S und Y, S und X und schon wird das Ganze etwas runder. Naja, rund ist auch falsch, denn es ist nicht wirklich rund, aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt selektieren wir wieder alles und ziehen das Ganze ein wenig hoch, machen es ein wenig breiter, ziehen es ein wenig hoch, ziehen es nochmal hoch und machen es dünner. Also immer extruden, nicht einfach nur hochziehen, das wäre nämlich falsch. Als nächstes selektieren wir nochmal alles, denn, alles was hier oben ist, nicht ganz alles. Ja, hier gibt es natürlich kleine Problemchen, weil das kein vollständiger Kreis ist. Ziehen wir das noch ein Stück auseinander, damit das auch die halbwegs gleichen Maße wie der Bogen hat. So. Jetzt selektieren wir wieder hier oben alles. So. Und extruden das nach oben. Dafür werden wir das Ganze nochmal extruden und breiter machen. Jetzt ziehen wir diesen Teil hier ein wenig nach hinten und dann selektieren wir nochmal alles. So, extruden das und jetzt wird dieser Teil hier nach vorne geschoben. So, aber nur ein bisschen, nicht viel. Ja, so. Selektieren das nochmal alles, extruden das und hier wird jetzt der Teil wieder ein Stück nach hinten geschoben. So, das sieht gut aus und auch dieser Teil
wird nach vorne geschoben. Das ist relativ markant, sieht man halt gut beim Bogen, deswegen wollte ich das hier so ein bisschen mit reinsetzen. Dafür würde ich aber hier nochmal das selektieren und ein Stück nach innen ziehen. Dann haben wir hier diese Einbuchtung. Als nächstes werden wir wieder das hier alles markieren. So. Und ziehen das einfach nach oben. Nicht allzu viel, aber ja, fast schon zu weit. So. Und ziehen diesen Teil hier jetzt richtig schön weit nach vorne. Und diesen Teil ziehen wir auch recht weit nach vorne, aber nicht zu viel. Ich würde auch sagen, wir schieben das hier ein Stück nach vorne. So. Dann können wir das noch ein Stück nach da ziehen. Und jetzt selektieren wir wieder das. Alles zu viel. Das hier werden wir noch häufiger selektieren müssen. Und ziehen das Ganze nochmal nach oben. Dort werden wir es jetzt nach hinten ziehen. Und ein Stückchen runter. Sonst wird es zu viel. So. Das ist ungefähr die Ausbuchtung, die wir haben wollen. Ja, wir reden kann, ist klar im Vorteil. So. Dann wollen wir das hier nochmal ein Stück vorziehen, denn ansonsten sieht das hier von den Schattierungen etwas eigenartig aus. Aber das sieht schon ganz gut aus. Wir machen diesen Teil hier mal noch ein Stück weiter nach vorne, denn hier ist es eigentlich ein bisschen dicker. Und jetzt können wir das hier alles markieren. So, ziehen es ein Stück nach oben, bisschen dünner. Wieder ein Stück nach oben und ein Stück nach hinten. Das drehen wir jetzt ein ganz klein wenig. So, ist perfekt. Das müssen wir fast noch ein Stück dünner hier unten machen. So, und vielleicht direkt dort hier aufsetzen. Dann markieren wir nochmal hier oben alles. So, und machen das auch kleiner. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt müssen wir wieder das Ganze extruden, dünner machen. Und jetzt kommen wir zu dem Bogenteil. Der wird ungefähr so hier sein. Ja, das sieht ganz gut aus. Und jetzt kommt natürlich das Einfachste von der Welt. Wir setzen Loop Cuts. Und werden die hier ein wenig abrunden. So. Und da wird das Ganze etwas runder. Was halt auch noch sehr markant bei dem Bogen ist, ist, dass das Teil hier komplett etwas dünner wird im Laufe der Zeit. Deswegen selektieren wir wieder alles. Ja, natürlich hier oben spinnt es wieder rum. Ja, aber das haben wir ja auch so gelöst. Drücken S. Das ist vielleicht eine doofe Idee. SX. Schieben es nach vorne. Jetzt deselektieren wir den ersten Kreis. SX. Schieben es wieder nach vorne. SX. Schieben es wieder nach vorne. Deselektieren den hier wieder, SX. So. Jetzt schieben wir es schon wieder ein Stück nach hinten. Und drehen das hier einfach mal ein Stückchen. Denn ansonsten bekommen wir bald ein Problem. So. Das deselektieren wieder. Und SX. Ich drücke immer die falsche Taste. Y ist das die ganze Zeit. Ich frage mich, wieso ich bei X immer das falsche drücke. Ja. Ist nicht so schlimm. Und ihr seht, es wird langsam dünner, zumindest erstmal jetzt in der X-Richtung. Auch das werden wir jetzt hier noch, das werden wir einfach nur noch richten. So hier. Und werden es auch nochmal in der Y-Richtung dünner werden lassen und ziehen es nach hier hinten. So, jetzt ist hier ein etwas stärkerer Sprung. Den müssen wir vielleicht noch ein bisschen rausnehmen. Das ist halt dann so ein bisschen Friemelarbeit. Da müsst ihr euch
einfach mal ransetzen, so wie ihr es haben wollt. Damit es ein halbwegs schöner Übergang wird. Hier könnt ihr das auch gerne noch ein bisschen drehen. Das ist vielleicht ganz praktisch. So, das hier drehen wir auch noch mal ein Stück. Und ja, ich glaube, das hier muss ich noch mal drehen in der X-Richtung. Quatsch. S, Y, Y. Noch mal ein Stück auseinander. Das hier ist auch zu stark gedreht. So, S, Y. Und wieder zusammenfügen. Das hier müssten wir noch ein wenig dünner machen. So. So nach und nach ist es zu erkennen, dass es auf jeden Fall dünner wird. Vielleicht sogar ein bisschen zu dünn. Ich mache es wieder ein bisschen dicker. Das ist. Ja, es ist nicht einfach. Aber da muss man jetzt halt durch, wenn man einen Bogen machen möchte. So. Und hier oben nochmal alles. Ja, ich hasse es da oben. So, hier. Jetzt ist alles selektiert. Und S und Y machen wir es nochmal ein bisschen breiter. Dann müssen wir das hier vielleicht nochmal ein bisschen drehen. Ja, das sieht ganz okay aus. Jetzt können wir natürlich auch einfach erstmal noch sagen, dass wir hier noch ein paar Loop Cuts reinsetzen. Das Ganze vielleicht dadurch ein bisschen richten. So. Das hier nochmal markieren, das noch ein Stück nach vorne schieben. Und so entsteht dann auch eine bessere, ja, Biegung in die Richtung. Problem ist, dass wir jetzt das Ganze nochmal von vorne machen müssen, bloß halt in der anderen Richtung. Ich habe es mit Absicht nicht in der Gesamtrichtung gemacht, denn das kann zu Problemen führen und uns das ganze Ding verhauen. Also nicht einfach nur auf S, sondern auf SY. Ja, oh, ich habe heute echt ein Problem mit dem Sprechen. Es macht die Sache einfacher. So. So. In der Breite gehen wir aber nicht zu sehr. So. Ich weiß nicht, wie stark wir es vielleicht machen sollten. Ich würde fast alles hier deselektieren, das relativ so lassen und hier oben noch mal ein wenig dünner werden. Na gut, dann müssen wir den hier auch vielleicht noch mal ein ganz klein wenig. So. Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Okay, der hier auch noch nicht. Ach, jetzt. Jetzt geht's. So, das ist zumindest ein Großteil unseres Bogens. Sieht schon ganz gut aus. Ich würde diesen ganzen Teil hier doch nochmal ein Stückchen nach hinten ziehen. Denn das Problem ist, dass der noch nicht so perfekt, wie es sein soll, nach hinten guckt. Ich selektiere das jetzt einfach so. Ich glaube, da bin ich besser dran. So, ist alles selektiert? Ist es alles selektiert? Schieben wir noch ein Stück nach hinten. Ah, natürlich war nicht alles selektiert. So, jetzt aber. Stück nach hinten. Ein Stück drehen. So. Ein Stück vergrößern. Das war schon fast zu viel. Na, es geht. Es sieht von der Größe her ganz gut aus. Dem Bogen relativ ähnlich, das ist schon mal ganz gut. Hier, das müssen wir noch ein Stück in der Y-Richtung vergrößern und ein Stück nach da ziehen. So, da ist diese Ausbuchtung nicht mehr ganz so stark vorhanden. Und auch das hier nochmal ein Stück nach da. Ja, das sieht echt gut aus.
Kann man so lassen. Fast. Ich bin da ein bisschen zu perfektionistisch, es tut mir leid. Aber das lässt sich nicht ganz so einfach abstellen. Ja, es sieht auf jeden Fall schon besser aus. So, jetzt kommen wir zu dem oberen Teil hier. Da kommt nämlich noch so wie so eine Metallkralle oben dran. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen für den Nahkampf gedacht. Dafür einfach erstmal extruden. Dann sollten wir das Ganze hier eigentlich mal ein Stück drehen in der X-Richtung. So. Wobei, schon fast so viel. So sollte reichen. Und jetzt tun wir das Ganze nochmal ein wenig hier einen Cut setzen. Da kommt nämlich unsere Textur für die Schnur hin. Und jetzt darf ich das schon wieder alles selektieren. Sehr toll. So. Alles selektiert. E und S. S und X. Das Ganze nochmal ein bisschen zusammen. Und jetzt kommt ein E. S. Stück hoch. Und in diese Richtung gedreht. Hier setzen wir drei Cuts. So. Und diese Cuts ziehen wir in diese Richtung. Jetzt nur noch das hier selektieren und auch nochmal nach da ziehen. Und damit haben wir diese Kralle, die ich haben wollte. Die ist ein bisschen klein geraten, deswegen werde ich die vielleicht nochmal ein Stückchen vergrößern. Nein. So. Einfach S und darüber. So, jetzt hat es ungefähr die Größe. Nein, immer noch nicht. Muss noch größer sein. So. So. Na. Jetzt. Jetzt hat es ungefähr die Größe, die es haben soll. Zumindest die allgemeine Größe. Ich muss das hier noch ein wenig vergrößern. Einfach noch ein Stück ziehen. Jetzt ist perfekt. Ja, das finde ich nicht schlecht. Können wir so lassen. Als nächstes brauchen wir natürlich eine Schnur. Das Problem bei der Schnur ist, die ist nicht ganz so einfach zu machen. Deswegen bedienen wir uns da einfach ein paar Cuts. Und jetzt wird die Schnur halt eher ein Viereck, was allerdings nicht so wichtig ist, denn dieses Viereck wird eigentlich so winzig, so dünn sein, dass man es am Ende eigentlich nicht wirklich sieht. So, wir drücken E, aber G und Z und ziehen das hier einfach runter. Und durch das Clipping ist das ja direkt dort dran gesetzt. Das ist perfekt. Und schon haben wir unsere Bogenszene. Ja, als nächstes sollten wir hier vielleicht noch mal ein bisschen das Ganze breiter machen. Zieht sich die Selektierung ein bisschen runter? Nein, das ist nur, das sieht nur so aus. Und werden das Ganze hier einfach mal noch ein bisschen größer. Na, vielleicht nicht so. Wie machen wir das am besten? Extruden das und vergrößern das so im Allgemeinen. SZ. Ja. STRGZ. STRGZ. SZZ. Ach nee, das geht hier in dem Fall nicht. Einfach so ein bisschen, dass es so aussieht, als hätte man das da irgendwie rundrum gewickelt. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen dünner machen. Ja, ich denke, das passt so.
Sieht ganz gut aus. Jetzt sollten wir das Ganze natürlich, ich denke mal, groß ändern werden wir den nicht mehr. Also Apply drücken. Jetzt haben wir unseren Bogen fertig und werden den einfärben. Als allererstes würde ich sagen, lassen wir den braun. So ein bisschen bräunlich. Das passt perfekt. Jetzt kommt eine gewisse Metallfärbung. So. Und die werden wir hier einfügen. Vielleicht hier ein bisschen Mirror reinsetzen. Das ist eigentlich relativ Wumpe, denn in Unity können wir das so nicht machen. Da müssen wir halt diesen Metallic einschalten. Dann wieder hier alles selektieren. Und auch hier Assign. Ach ja, da war noch mehr. Habe ich ganz vergessen. Assign. Habe ich da oben das? Nee, habe ich natürlich nicht. So, auch Assign. Jetzt kommen wir natürlich noch zu diesen Metallspitzen hier oben. Die sollten auch aus Metall sein. Dementsprechend müssen wir hier alles selektieren. Assign. Hier unten. Ups. Jetzt. Und C. Assign. Der Griff, der bekommt so ein Weinrot. Das ist so der Stil, den die hier angewendet haben. So. Das sieht ganz cool aus. Jetzt müssen wir die Bogenszene natürlich auch noch ein bisschen einfärben, denn das soll halt nicht so aussehen wie, naja, Holz. Denn wenn es aussieht wie Holz, dann ist das natürlich falsch. So, jetzt habe ich's. Nein! Ach. Erzielen kann es klar im Vorteil. So. Hier das selektieren. Natürlich spinnst da wieder rum. Nein! Verdammt. Jetzt aber. Müssen wir unten noch alles selektieren von dieser Szene, von dieser Bogenszene. Und wir haben es. Da irgendwo in der Mitte fehlt noch eine Selektierung. Ich finde sie gerade nicht. Ah, da ist sie. So. Das sollte es gewesen sein. Ich hoffe, die fehlt hier oben. Natürlich fehlt sie da oben auch. Ah, verdammt, wie kommt man da ran? Das ist gar nicht so einfach. So. Und jetzt werden wir dort ein. Es ist eher mehr so ein gelblich-gräuliches irgendwas. Es ist schwer zu definieren, wie diese Farbe aussieht. Vielleicht noch ein bisschen. Heller Assign. Doch, ich denke, so sieht es ganz gut aus. Jetzt können wir das alles mal selektieren und machen das viel kleiner. Sollten es natürlich wieder irgendwo hier an diesen Punkt setzen. So. Und gehen auf Object-Modus. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Dafür werden wir es einfach nur mal kleiner machen. So, drehen die Kamera vielleicht. GY. RR. Nur einmal R. So, jetzt RX. GZ. Ambient Occlusion anschalten und rendern.
Ja, ich denke, das sieht ganz cool aus. Sieht aus wie ein Bogen. Ach, eine Sache habe ich vergessen. Die möchte ich noch einfügen, denn es ist auch noch relativ essentiell bei dem Bogen. Hier vorne ist so eine Platte. Die zieht sich, glaube ich, sogar fast bis hoch. Und die sollte man natürlich noch mit reinsetzen, denn das sieht man doch halt bei diesem Bogen sehr stark. Komm schon. So. Einfach ein Stück extruden. Nicht zu sehr, nicht zu wenig. So. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, diesen Bereich hier auch noch zu selektieren. Das geht sogar relativ einfach. Wenn es da nicht zu viel auswählt. Nein, tut es nicht. Und das kriegt jetzt halt auch noch diesen Metallic Look. Das gleiche natürlich auch nochmal hier unten. So. Alles selektieren. Ich glaube, ich nehme da jetzt einfach die Flächen. Das ist einfacher. So. Ja, tut mir leid, wenn ich beim konzentrierten, wenn ich da so konzentriert bin, wenn ich gerade die Flächen auswähle. Ganz, ganz leicht nur. So, schon fast zu viel. Und apply. Sieht gut aus, kann man so lassen und ich bin vollkommen verdreht. So. Jetzt bin ich wieder auf einer richtigen Bahn. Wir drehen den Bogen mal in seiner Z-Achse. So. Dafür müsst ihr einfach nur doppelt auf Z drücken, wenn ihr das Drehen aktiviert habt. Und jetzt rendern wir den nochmal. Da können wir das ja auch ganz gut sehen, dass da dieser Metallstreifen ist. Und ich denke, jetzt, da die Folge auch schon wieder 27 Minuten lang ist, tut mir leid, dass das wirklich wieder schon so lang geht. Sind wir mit dem Bogen fertig? Wir können den auch so nutzen. Sieht ganz cool aus. Ihr könnt den Griff auch noch ein bisschen dünner machen, denn eigentlich ist er noch ein bisschen kürzer. Der hat sich wahrscheinlich durch den Mirror auch ein bisschen gestreckt, ohne dass ich es gemerkt habe. Aber an sich ist der Bogen fertig und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!